Meine Damen und Herren, am Nachmittag des 18. Juni 1870 kam es im Vatikan zu einer denkwürdigen Szene. Kardinal Filippo Maria Guidi wurde zu einer Privataudienz bei Pius IX. In den Vatikanischen Palast einbestellt, weil er es wenige Stunden zuvor gewagt hatte, in einer Sitzung auf dem Ersten Vatikanischen Konzil darauf hinzuweisen, dass der Papst niemals allein letztverbindliche Glaubenssätze definieren könne. Die Tradition der Kirche, so Guidi, verlange vielmehr eine strikte Rückbindung an das Zeugnis der Gesamtkirche. Daher müsse der Papst, bevor er ein Dogma verkündet, unbedingt den Rat aller Bischöfe einholen, damit er von ihnen erfährt, ob die in Frage stehende Wahrheit immer, überall und von allen so und nicht anders geglaubt worden ist. Pius IX. War über diese Äußerungen des Dominikaners, den er bislang für einen treuen Anhänger gehalten hatte, völlig außer sich. Er tobte: Niemals, niemals hätte ich geglaubt, dass Eure Eminenz eine Rede zum Wohlgefallen der Opposition halten würde. Wer hat Sie gelehrt? Sie, der Sie von mir zum Kardinalat befördert und dabei aus dem Nichts herausgezogen worden sind. Wer hat Sie gelehrt von der Unfehlbarkeit des Papstes in dieser Weise zu sprechen, wie Sie es getan haben? Also, Ihrer Ansicht nach hängt der Papst von den Bischöfen ab, wenn er ein Dogma formulieren will. Darauf Guidi: Heiliger Vater, ich bin bereit zu verteidigen, was ich gesagt habe, denn ich habe nichts gesagt, was nicht mit der Lehre des heiligen Thomas und Bellarmins übereinstimmt. Der Bezug auf Thomas von Aquin war ein starkes Argument. Galten doch alle Aussagen in der von Pius IX. Geförderten neuscholastischen Theologie, alle Aussagen des Thomas als nicht hinterfragbare Lehre der Kirche. Wer Thomas widersprach, der war nicht katholisch. Ein Wort gab das andere. Nein, das ist nicht wahr, eiferte sich der Papst. Nein, Sie haben gesagt, dass der Papst verpflichtet ist, für die unfehlbaren Dekrete die Traditionen der Kirchen zu befragen. Nun, das ist ein Irrtum. Kardinal Guidi: Es ist wahr, dass ich es gesagt habe, aber es ist kein Irrtum. Darauf der Papst: Doch, doch, es ist ein Irrtum, denn ich bin die Tradition, ich bin die Kirche. Io sono la tradizione, io sono la Chiesa. Kardinal Guidi fühlte sich als Ketzer abgestempelt. Dabei hatte er sich doch ausschließlich auf die Tradition der Kirche berufen. Das war dem Papst indessen völlig gleichgültig. Wenn die Tradition der Kirche gegen seine Ansicht stand, dann wurde sie einfach ignoriert. Der Papst setzte sich vielmehr selbst an die Stelle der Tradition. Ja, der Kirche. Io sono la Chiesa. Harsch kanzelte er den Kardinal ab. Guidi, Sie sind meine Kreatur. Ohne mich wären Sie noch der obskure Mönch, der Sie einst gewesen sind. Sie haben eine Rede gehalten, die verdient, dass Ihre Mitbrüder vom heiligen Offizium Sie zum Feuer verurteilen. Nachdem der Dominikaner den Audienzsaal verlassen hatte, ließ der Papst umgehend seinen Leibarzt rufen. Er hatte sich derartig echauffiert, dass er einen Schlaganfall befürchtete. Dieser Klosterbruder hat mir die Galle hochkommen lassen. Der Doktor fühlte den Puls des Papstes und verordnete zur Beruhigung ein Abführmittel. Meine Damen und Herren, diese in verschiedenen Quellen bezeugte Episode fügt mitten hinein in die heftigen Debatten um die Unfehlbarkeit der Päpste. Aber eine Konzentration auf das Unfehlbarkeitsdogma greift zu kurz, wenn es um die ungeheuren Ansprüche des päpstlichen Lehramtes seit dem 19. Jahrhundert geht. Denn Dogmen werden ja schließlich nicht jeden Tag erlassen. Seit 1870 gibt es bisher nur ein einziges Dogma, das der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel aus dem Jahr 1950. Nur ein einziges. Aber der Papst äußert sich jeden Tag zu irgendeinem Thema. Er schreibt apostolische Briefe und Enzykliken.
Wie ist das eigentlich mit deren Verbindlichkeit? Darf man als Katholik über einen Brief des Papstes diskutieren? Oder muss man alles glauben, was Päpste sagen? 1863, wenige Jahre vor dem Ersten Vatikanischen Konzil, ist tatsächlich etwas geschehen, was heute oft vergessen wird, was aber eine wesentlich größere Wirkungsgeschichte als das Unfehlbarkeitsdogma von 1870 gehabt hat. Die Erfindung des ordentlichen Lehramts, des ordentlichen Lehramts der Päpste. Damit wurde allen Äußerungen der Päpste wie Enzykliken und Allokutionen ein letztverbindlicher Wahrheitsanspruch zugeschrieben, was sich auf das Alltagsleben der Gläubigen unmittelbar auswirkte, wie etwa die heftigen Debatten um die Pillenenzyklika Pauls VI. Humanae Vitae von 1968 ausdrücklich allen vor Augen geführt hat. Deshalb muss zunächst anhand neuer vatikanischer Quellen diese Erfindung des ordentlichen Lehramts dargestellt werden, bevor ich die Entstehungsgeschichte des Unfehlbarkeitsdogmas Ihnen näher bringe. Abschließend soll dann die heikle Frage diskutiert werden, ob unfehlbare Äußerungen zur Not doch geändert werden könnten. Hieße das doch nichts anderes, als eine als ewig ausgegebene Wahrheit zu verändern. Auch hier helfen neue Quellen überraschenderweise aus dem Pontifikat Pius XII. Zunächst zum ordentlichen Lehramt. Nach dem 21. Dezember 1863 war in der katholischen Kirche tatsächlich nichts mehr so, wie es vorher war. Alles ist anders geworden. Der apostolische Brief Tuas Libenter, Pius IX., an den Münchner Erzbischof Gregor Scherr von diesem Tag stellt eine Zäsur in der Kirchen- und Theologiegeschichte dar, die Bedeutung der Dogmatisierung der Unfehlbarkeit von 1870 übertrifft. Denn bis Tuas Libenter waren die Theologen in ihren Forschungen nur durch Dogmen gebunden, durch Dogmen, die Konzilien feierlich verkündet hatten. Alle anderen Fragen waren frei. Jetzt wurden sie zum absoluten Gehorsam gegen allen in welcher Form auch immer gegebenen Äußerungen des Papstes und sogar allen Dekreten unserer römischen Kongregationen verpflichtet. Tuas Libenter führt dazu eine neue Kategorie von kirchlichem Lehramt ein, das Magisterium Ordinarium, das ordentliche Lehramt, zu unterscheiden von dem außerordentlichen Feierlichen. Um seine Absicht zu begründen, die wissenschaftliche Freiheit in Theologie und Philosophie einzuschränken, suggerierte der Papst in Tuas Libenter, er stehe in einer ununterbrochenen Lehrtradition, während seine Gegner eine Position verträten, die Omnino nova ac prorsus in usitata in ecclesia, die absolut neu und absolut unüblich und ungebräuchlich in unserer Kirche ist. Dabei verhält es sich faktisch genau andersherum. Zu den Gegnern, die Pius treffen wollte, zählt vor allem der Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger. Er hatte auf der Münchner Gelehrtenversammlung am 28. September 1863 die ganz traditionelle Verhältnisbestimmung von Theologie und kirchlichem Lehramt beschrieben, als er für eine prinzipielle Freiheit von Forschung und Lehre und gegen die grassierende Verketzerungssucht der Ultramontanen und die Indizierung missliebiger Konkurrenten und Kollegen eintrat. Eine Grenze, so Döllinger, findet die Freiheit der Theologie nur in den feierlich-dogmatischen Definitionen des außerordentlichen Lehramts der Konzilien, also im Wesentlichen in den Artikeln des Glaubensbekenntnisses. Wer leugnet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ist nicht katholisch. Für alle anderen Fragen könne es keinerlei lehramtliche Restriktionen geben. Hier gelten laut Döllinger nur die Mittel der Theologie als Wissenschaft, nämlich Vernunft und Argument. Während Döllinger und die überwiegende Mehrheit der in München versammelten katholischen Gelehrten mit dieser Verhältnisbestimmung von Theologie und Lehramt die Tradition der Kirche auf ihrer Seite hatten, vollzog Pius IX. Mit der
Einführung des ordentlichen Lehramts einen Bruch. Von einem ordentlichen Lehramt hat man nämlich vor Tuas Lebenter in keinem einzigen römischen Lehrdokument jemals etwas gehört. Da aber jede Diskontinuität oder gar das Erfinden einer neuen Lehre nach den Grundprinzipien der katholischen Glaubenslehre nicht statthaft war, musste der Papst für seine Position eine Kontinuitätsfiktion kreieren, indem er die Gegner, also Döllinger, als einen Neuerer diffamierte, die er in der ewigen Tradition stehend zurückzuweisen hatte. Dieses neue Konzept eines doppelten päpstlichen Lehramtes, also eines doppelten päpstlichen Lehramtes, des feierlichen, außerordentlichen und des ordentlichen, ist mit der traditionellen Vorstellung eines doppelten Lehramts in der Kirche keinesfalls identisch, wie Thomas von Aquin sie umschrieben hatte. Der Aquinate spricht vom Lehramt der Hirten, dem Magisterium Cathedrae Pastoralis und dem Lehramt der Theologen, dem Magisterium Cathedrae Magistralis. Beim Lehramt der Hirten geht es nach Thomas in erster Linie darum, das überkommene Glaubensgut im Sinne einer Traditio Constitutiva zu bezeugen und zu bewahren. Das geschieht im Sprechakt der Verkündigung. Wahr wird ein Glaubenssatz nicht dadurch, dass die Hirten ihn bezeugen. Sie können ihn vielmehr nur deshalb bezeugen, weil er in der Tradition als wahr und von allen geglaubt schon vorliegt. Die intellektuelle Durchdringung des Glaubens und die aktive Fortentwicklung der kirchlichen Lehre, von Thomas Traditio Activa genannt, gehört eindeutig in die Kompetenz des Lehramts der Theologen. Freilich zog das Lehramt der Hirten immer mehr Kompetenzen an sich, die ursprünglich den Magistern der Theologie zugekommen waren. Aus dem zweifachen thomistischen Lehramt von Hirten und Theologen war ein einfaches Lehramt der Hirten geworden. Verbindliche Äußerungen zum Bestand des Depositum Fidei konnte das pastorale Lehramt aber nur in Form feierlicher Definitionen erlassen und das in der Regel nur auf Konzilien. Eine Dogmatisierung durch den Papst allein, wie sie 1854 mit der unbefleckten Empfängnis Mariens stattfand, stellt ebenfalls eine Neuerung des 19. Jahrhunderts dar. Jetzt hieß der Grundsatz nicht mehr, gelehrt wird, was wahr ist, sondern wahr ist, was gelehrt wird. Was hat den Papst dazu gebracht, eine derartig massive Uminterpretation des Lehramts, wie es Thomas von Aquin vorgelegt hatte, vorzunehmen? Eins ist sicher und in der Forschung unbestritten. Es geht um eine harsche Antwort auf Döllinger. Aber wer Tuas Lebenter genauer liest, dem fällt auf, dass es um weit mehr als Kirchengeschichte und um weit mehr als Theologie geht. Vielmehr sollen alle Wissenschaften der Aufsicht des römischen Lehramts unterstellt werden. Für diese Freiheit der Profanwissenschaften war vor allem der Münchner Philosoph Jakob Froschammer mit Nachdruck eingetreten, dessen Position in Tuas Lebenter, wenn man sie genau liest, immer wieder zumindest implizit angesprochen wird. Aber so fragt man sich, der Mann war doch gerade ein Jahr vorher von Pius dem Neunten bereits feierlich verurteilt worden. Es muss also in Rom jemand wirklich sich zum Nachtreten bemüßigt gefühlt haben. Und dies führt uns zu der Frage nach dem eigentlichen Autor von Tuas Lebenter mit der Erfindung des ordentlichen Lehramts. Als dessen Verfasser allgemein der deutsche Kurienkardinal August Graf von Reisach gilt, ein erklärter Feind aller modernen Theologie, vor allem in Deutschland. Aber ehrlich, um so ein Dokument zu schreiben, dürfte Reisach die notwendige theologische Kompetenz gefehlt haben. Deshalb müssen wir uns auf die Suche nach einem Ghostwriter machen. Und die Anspielungen auf Froschammer führen uns dann doch auf eine heiße Spur. Der jesuitische Spitzentheologe Josef Kleutgen war ein fanatischer Gegner des Philosophen
Und Gleutgen spricht nun in seiner Theologie der Vorzeit, einem Buch, ausdrücklich vom doppelten Lehramt, dem feierlichen Außerordentlichen und dem ordentlichen alltäglich ausgeübten Magisterium. In diesem Buch schreibt er, zum ordentlichen Lehramt gehöre nicht nur alle päpstlichen Äußerungen in allen sprachlichen Gattungen, sondern auch all, ich zitiere, das, was die angesehensten Theologen einstimmig für eine unzweifelhafte Glaubenslehre erklären. Also er selbst und seine neuscholastischen Mitstreiter, denn das sind die angesehensten Theologen. Der Jesuit brachte nun das von ihm 1853 in seinem Buch Theologie der Vorzeit erfundene Konzept des ordentlichen Lehramts zum ersten Mal ganz praktisch in Anwendung in dem Indizierungsverfahren gegen Jakob Froschammer. Der Zweitgutachter der Indexkongregation hielt das aber für nicht statthaft, weil er sagt, der Erstgutachter argumentiert mit einem Lehramt, das ich gar nicht kenne, weil es das in der Tradition der Kirche nicht gibt. Also kann sich ja Froschammer dagegen nicht vergangen haben, wenn er gar nicht wusste, wogegen er sich eigentlich gewandt haben soll. Trotz dieses richtigen Arguments und trotz eines sehr überzeugenden Gutachtens von Trulé, so heißt der Gutachter, setzte sich der Jesuit, unterstützt durch den Papst, in der Indexkongregation durch. Diese inhaltlichen Entsprechungen des Buches Theologie der Vorzeit, der Indizierung und Verurteilung Froschammers und von Thuas Lebenter machen plausibel, dass Kardinal Reisach bei der Abfassung von Thuas Lebenter von theologischen Konzepten Gleutgens nachhaltig inspiriert war. Aber die Beteiligung des Jesuiten ging noch viel weiter. Er dürfte sogar die Vorlage für das Breve geschrieben haben, wie ein leider nicht unterschriebenes Gutachten im Vatikanischen Archiv nahelegt, das durch einen Schriftvergleich, wozu ich auch nochmal Schriftsachverständige herangezogen habe, eindeutig Gleutgen zugeschrieben werden kann. Also, der 1862 wegen formaler Häresie von der Inquisition verurteilte Ketzer Josef Gleutgen schreibt für den Papst ein Breve, in dem das ordentliche Lehramt in der Theologiegeschichte etabliert wird. Falls Sie irgendwie an Josef Gleutgen Interesse haben, müssen Sie nächste Woche wiederkommen. Denn er wird in dem Fall Sant'Ambrogio eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Kommen wir zur Unfehlbarkeit des Papstes. Ist es möglich, bis zum 18. Juli 1870 etwas für unwahr und von da an für wahr zu halten? Mit dieser Frage brachte der Theologe Johannes von Kuhn die Stimmung vieler Katholiken angesichts der Verabschiedung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes an eben jenem 18. Juni 1870 treffend auf den Punkt. Ist es möglich, bis zum 18. Juni etwas für unwahr und von da an für wahr zu halten? Mit ihrer Ablehnung stand die Mehrheit der Theologen, wenigstens in Deutschland, nicht allein. Von den 24 damaligen deutschen Bischöfen hatten 5, interessant diese Zahl, hatten 5, nur 5 für das neue Dogma votiert. Alle anderen waren entschiedene Gegner der Definierung der Unfehlbarkeit gewesen, übrigens auch Ketteler von Mainz. Die Diskussion um das Erste Vatikanum ist bis heute nicht verstummt, wobei häufig übersehen wird, dass es 2 Dogmen formuliert hat. Neben der päpstlichen Unfehlbarkeit auch den universalen Jurisdiktionsprimat des Papstes, wonach der römische Bischof die oberste und absolute Gewalt in der ganzen Kirche hat und beispielsweise in jede Diözese unter Umgehung des zuständigen Ortsbischofs direkt hineinregieren kann, wenn er das will. Er ist also der eigentliche Bischof. Diese zweite Definition hat wesentlich mehr Wirkung gehabt als die erste. Sie findet praktisch täglich Anwendung.
Das unfehlbare Lehramt haben die Päpste, wie gesagt, seit 1870 nur einmal ausgeübt, nämlich 1950 bei der Assumptio, der Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Konfusion ist groß. Selbst bei praktizierenden Katholiken, nicht wenige sind überrascht, wenn sie hören, dass der Papst erst seit 1870 unfehlbar ist. Und fragen einen dann, ob die Kirche denn einfach Dogmen erfinden könne. Viele glauben außerdem, dass alle päpstlichen Äußerungen unfehlbar seien. Kaum einer weiß, wie es genau zur Dogmatisierung der Infallibilität kam. Manche glauben auch, das Reformkonzil des Zweiten Vatikanums habe die Unfehlbarkeit der Päpste relativiert. Das Gegenteil ist der Fall. Es hat noch eine neue Form von Unfehlbarkeit dazugefunden. Nehmen wir es auf uns, die Entstehung dieses Dogmas etwas näher anzugucken. Die ersten Vorüberlegungen, ein Konzil einzuberufen, fallen ins Jahr 1864, das Jahr, in dem der berühmte Syllabus Errorum erschienen ist, der durch die Verdammung aller Errungenschaften der Moderne. Der Papst ließ 36 Bischöfe, darunter keinen Deutschen, im Geheimen konsultieren. Sie sollten geeignete Themen für ein Konzil vorschlagen. Es fällt auf, dass keiner der vom Papst ausgewählten Bischöfe, alles Männer, die eher auf seiner Richtung waren, dass keiner das Thema Unfehlbarkeit nannte. Dementsprechend wurde in der Einberufungsbulle Aeterni Patris vom 29. Juni 1868 dieses Thema auch nicht aufgeführt. Dennoch wurde unter der Hand bereits versucht, das Thema Unfehlbarkeit, nachdem es kein Bischof gewünscht hatte, doch irgendwie auf die Tagesordnung zu bringen. Deshalb besetzte der Papst die Vorbereitungskommissionen in Rom ganz einseitig mit Anhängern der Unfehlbarkeit. Und die Glaubenskommission kam zu dem Ergebnis, natürlich ist die päpstliche Unfehlbarkeit definierbar. Aber es sei wohl besser, wenn nicht der Papst sie selbst auf die Tagesordnung setzen würde, sondern wenn die Initiative dazu von unten käme. Schwäbisch wird man hinzufügen, sonst hetzen, Geschmäckle. Um das Konzil in der Hand zu behalten, erließ der Papst aus eigener Machtvollkommenheit eine Geschäftsordnung. Damit brach er mit einer alten konziliaren Tradition, denn die Konzilien hatten sich bisher stets selber eine Geschäftsordnung gegeben. Ein Konzil tritt zusammen und gibt sich eine Geschäftsordnung. Das Vorschlagsrecht der Konzilsväter, eines der höchsten Rechte, wurde massiv eingeschränkt, denn nur die vom Papst ernannten Konzilspräsidenten hatten das Recht, Themen auf Tagesordnung zu setzen. Damit waren die notwendigen prozeduralen Voraussetzungen geschaffen. Aber das Thema stand noch nicht auf der Tagesordnung. Der Papst wandte sich subkutan an die römische Jesuitenzeitung Civiltà Cattolica und lancierte einen angeblich aus Frankreich stammenden Artikel, der aber auf Pius IX. Selbst zurückgeht. Darin heißt es, ich zitiere, besonders glücklich werden die katholischen Christen auf der ganzen Welt sein, wenn das Konzil die dogmatische Unfehlbarkeit des Papstes verkündet. Man ist sich jedoch klar darüber, dass der Heilige Vater aus einer Anwandlung vornehmer Zurückhaltung vielleicht nicht selbst die Initiative für einen solchen Antrag ergreifen wird, der scheinbar ihn persönlich betrifft. Aber man gibt sich der Hoffnung hin, dass ein einstimmiges Hervorbrechen des Heiligen Geistes durch den Mund aller Väter des kommenden ökumenischen Konzils eine Definition der Unfehlbarkeit durch Akklamation hervorbringen wird. Dieser Artikel schlug, wie Sie sich denken können, ein wie eine Bombe. Jetzt war das Thema Unfehlbarkeit vorgeschlagen und der Hinweis, die Abstimmung werde per Akklamation erfolgen, ließ viele Väter befürchten, eine Diskussion werde es in Rom gar nicht geben, sondern man fährt hin und der Heilige Geist, dessen Landebahn in Rom hervorragend ist, schlägt sofort zu.
Für die Gegner der Unfehlbarkeit wäre es jetzt am besten gewesen, die ganze Angelegenheit, so einen Artikel aus Frankreich mit Schweigen zu übergehen, auf eine private Zuschrift. Was soll das in einer Jesuitenzeitung? Aber eine ganze Reihe von Unfehlbarkeitsgegnern meldet sich jetzt laut zu Wort. Theologen können halt manchmal. Und damit, indem sie Gegenschriften schreiben, gibt es einen Streit. Und jetzt, wo es einen Streit um die Unfehlbarkeit gibt, muss das Konzil, es ist gezwungen, es kann gar nicht anders, diesen Streit entscheiden. Erstes Ziel erreicht. Zweites Ziel, als die Konzilsväter gerade aus aller Herren Länder in Rom eingetroffen sind, sich noch nicht kennen, als auch noch nicht klar ist, wer zu welcher Partei gehört, wer für die Unfehlbarkeit, wer dagegen, wird eine internationale Liste aufgestellt von der Vorbereitungskommission, die keinen einzigen Gegner der Unfehlbarkeit enthält, was aber niemand wissen kann. Und diese Liste vom Heiligen Vater vorgeschlagen, wird vertrauensvoll von den Vätern gewählt. Damit hatten die Infabilisten den weiteren Verfahrensgang in der Hand, denn die entscheidende Glaubensdeputation war in der Hand der Unfehlbarkeitsanhänger. Die Regie funktionierte hervorragend. Aber rasch zeigt sich, dass ein gutes Fünftel der Väter der Unfehlbarkeit des Papstes nicht zustimmen würde. Die Geschäftsordnung des Papstes sah aber entsprechend der bisherigen Praxis auf den Konzilien bei Glaubensfragen eine moralische Einstimmigkeit vor. Kurzerhand wurde jetzt die Geschäftsordnung geändert. Für alle Konzilsbeschlüsse sollte eine einfache Mehrheit ausreichen, auch für Glaubensbeschlüsse. Der Heilige Geist wirke bei der Mehrheit. Um aber das Thema Unfehlbarkeit auf die Tagesordnung zu bringen, denn da steht es ja offiziell immer noch nicht, brachte die Mehrheit eine Petition ein. 380 Väter baten den Papst, das Thema doch auf die Tagesordnung zu setzen. 136 Väter baten den Papst, dies nicht zu tun. Der Heilige Vater unterstützte die 380 Väter. Aber weil das Thema ja nicht auf der Einladung gestanden hatte und man es vorher auch nicht debattiert habe, gab es gar keine Textvorlage für eine Papstkonstitution. Was macht man dann? Es gibt ein Kirchenschema, ein relativ großes. Kurzerhand nimmt man aus dem Kirchenschema das 11. Kapitel, also erst im 11. Kapitel des Kirchenschemas, das vom Papst handelt. Und diesem 11. Kapitel wird jetzt ein 12. angehängt, das von der Unfehlbarkeit handelt. Also ein großes Kirchenschema, 10 Kapitel über die Kirche, 11 der Papst, 12 Unfehlbarkeit. Was würden Sie jetzt als Gegner der päpstlichen Unfehlbarkeit machen? Sie würden endlos debattieren. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass man mit Kapitel 1 anfängt, dann darf das erste durch. Änderungen nochmal, Kapitel 2 und so weiter. Das 12. und 11. Kapitel wären in etwa einem Dreivierteljahr dran gekommen. Jetzt aber deutsch-französischer Krieg. Abzug der französischen Schutztruppen aus Rom steht bevor. Man muss wissen, der Papst kann seinen Staat nur halten gegen die italienische Einigungsbewegung, weil dort französische Truppen sind. Diese französischen Truppen werden, es zeigt sich, dass sie zurückberufen werden sollen. Gefahr ist, die Italiener besetzen Rom, damit ist das Konzil zu Ende. Jetzt muss man das Thema rasch vorziehen. Bekannter Weg, der Heilige Vater wird gebeten, man solle doch eine eigene Konstitution machen, Kapitel 11 und 12 aus der großen Kirchenkonstitution rausbrechen, eine kleine Konstitution mit nur 2 Kapiteln. Damit wurde schon formal die Einbindung des Papstes in die Kirche und sein Verhältnis zu den Bischöfen, was da vorher kommt, aufgegeben. Der Papst stimmt zu. Anfang Mai 1870 wird das neue Schema ausgeteilt und diskutiert. Jetzt passiert wieder dasselbe.
Die, die dagegen sind, möchten jeden einzelnen Satz ganz ausgiebig debattieren. So langsam wird es in Rom auch heiß. Also so schlimmer wie hier. Deshalb beantragt die Majorität wieder mit einer Petition, man möge die Debatte beenden und darüber abstimmen. Das nahm Pius der IX. An, bei einer Frage, die ihn ja scheinbar persönlich betrifft. Das heißt, das Thema konnte in Rom nicht ausdiskutiert werden. Die Argumente der Gegner der Unfehlbarkeit bekamen keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Ich fasse sie knapp zusammen. Erstens, die Unfehlbarkeit des Papstes ist weder durch die Heilige Schrift noch durch die Tradition der Kirche belegt. Schrift und Tradition sind aber nach Trient die einzigen Erkenntnisquellen, wenn da nicht in beiden drin. Zweitens, Papst und Konzil können keine neuen Dogmen erfinden, da die Offenbarung mit Jesus Christus und dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen ist. Drittens, und das ist jetzt das fette Argument, wenn historisch feststeht, dass ein Papst in der Geschichte in dogmatischen Fragen nachweislich geirrt hat, dann kann der Papst als solcher und an sich nicht unfehlbar sein. Und diesen Papst gibt es eben in Honorius dem I., der in einer Frage der Christologie im Monotheletenstreit, da geht es um die beiden Naturen, genau um die beiden Willen in dem einen Christus, heretisch gelehrt hat und wo über zwei Jahrhunderte dessen Nachfolger jeweils beim Amtsantritt der Häresie des Honorius abschwören mussten. Viertens, das Erste Vatikanum kann keine gültigen Beschlüsse fassen, weil ein Konzil frei sein muss, um gültige Beschlüsse zu fassen. Dieses Konzil ist aber nicht frei. Fünftens, Konzilsbeschlüsse müssen, wenn nicht einstimmig, so doch wenigstens in Glaubensfragen mit moralischer Einmütigkeit gefasst werden. Ein bloßer Mehrheitsentscheid reicht nicht aus. Diese Fragen durften nicht debattiert werden. Die Diskussion wurde beendet. Jetzt versuchte die Minderheit, also dieses Fünftel der Bischöfe, das Schlimmste irgendwie zu verhindern. Es ging um die Frage, wie man den Papst doch noch irgendwie in die Kirche einbinden könnte. Handelt er, wenn er dogmatisch definiert, motu proprio et singularis, also aus eigenem Antrieb und als Einzelner, dann ist er nicht unfehlbar. Ketteler machte den Vorschlag, definiert er aber utens concilio et requirens adjutorem universalis ecclesiae, indem er den Rat und die Hilfe der ganzen Kirche sucht, dann soll er unfehlbar sein. Mit dieser Kompromissformel hätten fast alle Konzilsväter leben können, weil das ja genau das ist, was Gidi am Anfang sagt, der Papst als Sprecher der Gesamtkirche, zurückgebunden in den Konsens der Bischöfe, dann kann er. Diese Formel wurde aber vom Papst abgelehnt. Die Minderheit sagt, der Consensus Ecclesiae muss doch irgendwie rein. Auch nochmal Ketteler in einer Audienz bei Pius dem IX. Darauf verschärfte der Papst die Formel weiter, und zwar au contraire. Der Papst ist, so sagt er, unfehlbar. Ex sese, non autem ex consensu ecclesiae. Aus sich selber, nicht aber durch die Zustimmung der Kirche. Und das nicht aber durch die Zustimmung der Kirche macht es für die Minorität erst recht nicht zustimmungsfähig. Bei der Probeabstimmung über diesen Text votierten 601 Väter. Von 601 Vätern votierten 88 mit non placet, 62 mit placet juxta modum, also nur wenn geändert, 50 waren nicht zur Abstimmung erschienen. Nachdem der Papst einen erneuten Antrag der Minderheit auf Verschiebung der Endabstimmung und Wiederaufnahme der Diskussion abgelehnt hatte, reisten die opponierenden Bischöfe alle frühzeitig aus Rom ab, um nicht gezwungen zu sein, gegen den Papst zu stimmen. Deshalb konnte die Konstitution Pastor Eternus am 18. Juli 1870 mit 535-2 Stimmen verabschiedet werden. Sie gliedert sich in ein Proemium und 4 Kapitel. Dabei wird jeweils zunächst die Lehre der Kirche positiv entfaltet, das ist immer so in Lehrdokumenten der Konzilien, und anschließend werden alle, die diese Lehre nicht glauben, mit dem Anathem belegt, Anathema sit. In der Einleitung wird deutlich, dass der Papst selber definiert. Der Papst definiert mit Zustimmung des Konzils. Ferner wird eine Argumentationskette aufgebaut,
die von der heutigen Kirche über die Apostel zu Petrus zurückführt. Dann kommt die Begründung einer unbedingten Notwendigkeit der Definition, weil die Kirche so massiv angegriffen ist und die Unfehlbarkeit derartig massiv bestritten wird, was nicht der Fall war, muss man sie jetzt definieren. Das ist der Versuch, dem Vorwurf eines Devotionsdogmas auszuweichen. Und dann folgen die vier Kapitel. Kapitel 1, Einsetzung des Primats in Petrus. Kapitel 2, Fortbestand des Primats in den römischen Päpsten. Und damit Zurückweisung der Einwände aller, die sagen, Jesus hat zwar den Petrus berufen, aber es gibt keine Vererbung dieses Primats. Drittens, Kapitel 3 beschreibt den Umfang und die Bedeutung des universalen Jurisdiktionsprimats, dem alle Hirten und Gläubigen, ich zitiere, zu hierarchischer Unterordnung und wahrem Gehorsam verpflichtet sind. Die Bestimmungen gipfeln in dem Satz, wiederum Zitat, der römische Papst besitzt also Kraft, dem in göttlichem Recht bestehenden apostolischen Primat die oberste Macht in der ganzen Kirche. Ende des Zitats. Jeder kann in strittigen Fragen und Entscheidungen unserer Organe jederzeit an den Papst appellieren. Hat er aber entschieden, ist seine Entscheidung irreversibel. Und überraschenderweise, bei diesem dritten Kapitel war auch die Minorität fast einmütig dafür, weil es das ja auch in der Tradition stärker gibt. Kapitel 4 definiert die Unfehlbarkeit des Papstes als ein von Gott geoffenbartes Dogma. Ich habe es schon gesagt. Danach lehrt der Papst unfehlbar, wenn er ex cathedra spricht, also in Ausübung seines Amtes, nicht als Privatperson, wenn sich seine Aussagen auf Glaubens- und Sittenfragen beziehen. Er ist aber unfehlbar aus sich selber, nicht erst aufgrund der Zustimmung der Kirche. Schauen wir einen Moment auf die Verabschiedung des neuen Dogmas in der Petersbasilika am 18. Juli 1870. Sie war von Blitz und Donner begleitet. Gegen 11:30 begann Pius IX. Mit der Verlesung des Textes. Inzwischen war aus dem Gewitter ein heftiges Unwetter geworden. Im Innersten des Petersdoms herrschte eine dichte Finsternis. Man sah kaum noch die Hand vor Augen, als der Papst zum eigentlichen Dogma kam, konnte er den Text nicht mehr erkennen. Der Vortrag musste unterbrochen werden, es werden Kerzen herbeigebracht. Erst im Kerzenschein konnte Pius IX. Mit der Verkündigung des Dogmas fortfahren, das mit dem Satz endete, wer sich aber vermessen sollte, was Gott verhüte, dieser unsere Glaubensentscheidung zu widersprechen, anathema sit. Das heftige Gewitter sorgte nicht nur in der Konzilsaula selbst, sondern auch in der Öffentlichkeit für eine breite Diskussion. Die Gegner der Unfehlbarkeit deuteten die Finsternis im Petersdom, Zitat, als ein Zeichen des göttlichen Zorns gegen die Vergötzung eines Menschen. Der Himmel habe die Proklamation des neuen Dogmas verhindern wollen, indem es dunkel wurde. Die Anhänger Pius IX. Fühlten sich dagegen auf den Sinai versetzt. So wie Gott Mose die Gesetzestafel mit den 10 Geboten unter Blitz und Donner übergeben und sie dadurch mit göttlicher Kraft bestätigt habe, so sei auch die päpstliche Unfehlbarkeit, Zitat, wie das Gesetz auf dem Sinai buchstäblich unter Blitz und Donner verkündet worden. Die deutschen Bischöfe, die zu 4/5 das neue Dogma abgelehnt hatten und sich in Rom verabredeten, sie würden nie umfallen und wenn, würden sie nur gemeinsam handeln, fielen einer nach dem anderen um. Die Geschichte der bischöflichen Unterwerfung ist zum Teil auch eine Geschichte tiefer menschlicher Tragik. Ich greife nur zwei Beispiele heraus. Zunächst dem Ort hier geschuldet, der Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel Ketteler, in Rom bis zuletzt ein entschiedener Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas. Er kommt zurück und setzt das Dogma in Mainz in Kraft. Anders der Rottenburger Bischof Karl Josef von Hefele, ein Kirchenhistoriker.
Er unterwarf sich als letzter der deutschen Bischöfe 9 Monate nach der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas unter massivem römischem Druck und bekannte, das sei ein Sacrificium intellectus. Er hatte während des Konzils und danach, auch wenige Tage vor diesem Schritt, aus seiner Haltung nie einen Hehl gemacht. Ich zitiere ihn: Lieber als ehrlicher Schwabe in die Grube fahren, als einen solchen Unsinn glauben. Und dann Bischof Ketteler in Mainz schrieb er: Ketteler, Sie sind ein Rheinfranke, stimmt nicht, Münsteraner, aber Ketteler, Sie sind ein Rheinfranke und ihr Rheinfranken, ihr seid gescheite Leute. Ihr könnt das glauben mit dem neuen Dogma. Ich bin nur ein dummer Schwabe. Non possum. Trotz dieser persönlichen Entscheidung, die wir respektieren müssen, Sacrificium intellectus, verlangt von einer Kirche, bleibt aber aus Kirchenhistoriker-Perspektive ein grundsätzliches Problem. Im Ersten Vatikanischen Konzil heißt es: Vom rechten Weg irren diejenigen ab, die behaupten, es sei erlaubt, von den Entscheidungen der römischen Päpste an ein allgemeines Konzil zu appellieren, als wäre ein solches eine dem römischen Papst übergeordnete Behörde. Erstes Vatikanum 1870. In der dogmatischen Konstitution Hex Sancta des Konzils von Konstanz von 1415 lesen wir dagegen, ich zitiere: Diese heilige Synode zu Konstanz erklärt, dass sie ihre Vollmacht unmittelbar von Christus hat. Ihr ist ein jeder, welchen Standes und welcher Würde auch immer, einschließlich der päpstlichen, zu Gehorsam verpflichtet. Außerdem kann jeder Katholik jederzeit Entscheidungen des Papstes bei einem ökumenischen Konzil anfechten. Der Widerspruch ist doch evident. Einmal Konzil über Papst, dann Papst über Konzil. Einmal ausdrückliche Aufforderungen, sich an ein Konzil gegen eine Entscheidung des Papstes zu wenden, dann explizites Verbot desselben. Die Frage ist, ob eine einmal gefasste Entscheidung der Kirche, die eine ewige Wahrheit repräsentiert, in ihr Gegenteil verkehrt werden kann. Dieses Problem hat man auch in Rom gesehen. Was macht man dann? Man macht einfach das Konstanzer Konzil zu einem ungültigen Konzil. Aber so einfach geht's nicht, weil das Konstanzer Konzil hat das große abendländische Schisma beendet und nachdem wir 2 und dann 3 Päpste haben, einen allgemein gültigen Papst gewählt, 1417 Martin V. Auf diesen Papst führt sich auch Papst Franziskus zurück und auf diesen führte sich auch Pius IX. Zurück. Daraus ergibt sich entweder das Konstanzer Konzil war gültig, dann hat es rechtmäßig einen Papst gewählt, dann sind aber auch seine Glaubensdekrete gültig. Dann müssen aber die diesen widersprechenden Bestimmungen des Ersten Vatikanums ungültig sein. Oder aber Konstanz war ungültig, dann waren auch seine Dekrete ungültig, dann ist aber auch der dort gewählte Papst nicht gültig ins Amt gekommen, dann hätte auch Pius IX., der sich ebenfalls auf Martin V. zurückführt, kein gültiges Konzil einberufen können, weil ein ungültiger Papst auch kein gültiges Konzil einberufen kann. Dann wären die Beschlüsse des Ersten Vatikanums ebenfalls ungültig. Suchen Sie sich die Lösung aus. Es ist historisch manchmal nicht so ganz einfach und Systematiker haben es etwas leichter. Bleibt die Frage, ob sich die katholische Kirche durch die Erfindung des ordentlichen Lehramts und mit der päpstlichen Unfehlbarkeit auf einer Einbahnstraße ohne Wendeplatte befindet. Oder ob es doch die Möglichkeit gibt, letztverbindlich vorgelegte Lehren zu ändern. Gerade bei der Zulassung von Frauen zur Priesterweihe ist das ja von Johannes Paul II. Als unmöglich bezeichnet worden. Mein Schüler Matthias Daufratzhofer hat in seiner Dissertation in den Quellen Pius XII. Eine interessante Entdeckung gemacht.
alle wissen, dass die Kirche Bestimmungen, die sie getroffen hat, auch abändern oder aufheben kann. Dieser unerhört klingende Satz findet sich in der apostolischen Konstitution Sacramentum Ordinis, die Pius XII. 1947 erließ. Und die Korrekturmöglichkeit des kirchlichen Lehramts, alle wissen, dass aufheben kann, bezog sich hier nicht auf Nebensächlichkeiten, sondern auf die Materie des Weihesakraments. Bis 1947 war lehramtlich eindeutig festgelegt, dass die Übergabe der Instrumente, also der Hostienschale und des Kelchs, und in dem Moment, wo der Weihekandidat sie anfasst, ist das das äußere Zeichen der Weihe. 1947 ist das eindeutig äußere Zeichen der Weihe die Handauflegung. Und Pius XII. Sagt, alle wissen doch bei so einem Thema, dass die Kirche Dinge, die sie erlassen hat, wieder aufheben kann. Zum Thema der Materie des Weihesakraments gibt es zwei einschlägige lehramtliche Dokumente. Das Armenierdekret des Konzils von Florenz von 1439, da wird die Übergabe von Kelch und Hostienschale in Anwendung an Thomas von Aquin formuliert, und die apostolische Konstitution Sacramentum Ordinis von 1947, wo es die Handauflegung, weil es um die Handauflegung geht. Fest steht, dass es sich 1439, wie es im Text heißt von Florenz, um eine Veritas Fidei Catholicae, um eine Wahrheit des katholischen Glaubens handelt. Entscheidend ist die Frage, mit welcher lehramtlichen Autorität die beiden Dokumente von 1439 und 1947 erlassen sind. Dazu gibt es zwei Hypothesen. Die erste sagt, beide Dokumente sind nur Äußerungen des ordentlichen Lehramts. Dann kann man auf der Ebene eines ordentlichen Lehramts einfach ein Element eines Sakraments ändern. Jetzt Handauflegung, vorher Übergabe der Instrumente. Damit ist aber eine Kontinuitätskeule, die die Päpste doch immer wieder herausholen, zum Beispiel bei der Unmöglichkeit der Veränderung der Lehre der kirchlichen Sexualmoral, Thema Pille und anderes, der ist doch der Boden entzogen. Denn eine Enzyklika ist eine Äußerung des ordentlichen Lehramts. Alle Äußerungen des ordentlichen Lehramts können dann prinzipiell geändert werden. Das wäre ja schon viel. Das ist auch, glaube ich, unumstritten. Die zweite Hypothese geht aber noch weiter. Sie ist nicht historisch bisher eindeutig bewiesen. Das hieße nämlich, es können auch definitive Lehren des außerordentlichen feierlichen Lehramts geändert werden. Dafür stehen zwei wichtige Argumente. Denn bei der Materie des Weihesakraments handelt es sich eindeutig um einen dogmatischen Tatbestand, eines der drei Kernelemente eines Sakraments, äußeres Zeichen, innere Gnade von Jesus Christus eingesetzt. Zweitens, ich habe es schon gesagt, spricht das Armenierdekret eindeutig von einer Wahrheit des katholischen Glaubens, was im 15. Jahrhundert ein Synonym für den erst im 19. Jahrhundert aufkommenden Begriff Dogma war. Drittens, spricht alles dafür, dass Eugen IV. Mit Zustimmung des Ökumenischen Konzils von Florenz einen Akt des feierlichen Lehramts gesetzt hat. Auch Pius XII. Wählte 1947 die hohe Form der apostolischen Konstitution, die Form, in der er drei Jahre später auch das neue Mariendogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkünden sollte. Wenn diese Hypothese zuträfe, dann könnte das Lehramt tatsächlich, wie es mein Kollege Michael Seewald einmal formuliert hat, in einer Art Autokorrektur auch Dogmen ändern. Dann wäre das Thema Priesterweihe von Frauen ein Thema. Meine Damen und Herren, in dieser Vorlesung ist mehrfach von Erfindung die Rede gewesen, von der Erfindung des ordentlichen Lehramts. Das führt zu der Frage, ob die katholische Kirche nach 1863 bzw. nach 1870 noch dieselbe war wie vorher. Oder ob man eine Erfindung vor sich hat, eine andere. Diese Frage ist nicht nur akademisch, sondern sie haben sich auch Zeitgenossen bereits in existenzieller Weise gestellt. Ich rufe hier nur eine Begegnung zwischen Erzbischof Gregor Scherr und den Professoren der Münchner Katholisch-Theologischen Fakultät in Erinnerung. Scherr gehörte wie 4/5 der deutschen Bischöfe zu den Gegnern der Unfehlbarkeitsdefinition und kämpfte bis zum Schluss gegen das neue Dogma. Er reiste ab. Die Münchner Theologen waren voller Hoffnung.
mit dem Erzbischof an ihrer Seite ihre Ablehnung des Unfehlbarkeitsdogmas gegenüber römischen Repressionen leicht durchhalten zu können. Doch unmittelbar nach der Rückkehr Schers nach München verbreitete sich das Gerücht, Bischof Gregorius habe sich dem Papst hinsichtlich der Unfehlbarkeit unterworfen. Der Kirchenhistoriker Döllinger und seine Kollegen wollten an dieses Umfallen Schers nicht so recht glauben, erhielten jedoch bald Klarheit. Am 21. Juli, also ganz rasch, wurden sie zum Bischof bestellt. Es kam zum Showdown. Der Erzbischof erklärte ohne viel Federlesen, ich zitiere, Roma locuta est, die Folgen kennen die Herren selbst, wir können nichts anderes tun, als uns da rein ergeben. Döllinger kochte vor Wut, er konnte sich aber zunächst noch beherrschen. Am Ende des Treffens wandte sich Scher dann direkt an den Kirchenhistoriker und forderte ihn auf, Zitat, wollen wir also aufs Neue für die heilige Kirche zu arbeiten anfangen? Da brach es aus Döllinger heraus. Ja, für die alte Kirche. Darauf der Erzbischof, es gibt nur eine Kirche, keine neue und keine alte. Da fiel Döllinger Scher ins Wort und rief, man hat in Rom eine neue gemacht. Von der Verabreichung von Abführmitteln ist nichts überliefert. Ja, guten Abend, jetzt auch von mir. Da haben Sie mir ja eine moderative Herausforderung gestellt. Ne? Wie kommt man jetzt weg von den Abführmitteln? In dem Buch Nichts als die Wahrheit von Georg Genswein sind Präfekten päpstlicher Häuser eigentlich auch unfehlbar? Also jedenfalls in dem da Buch. Da Sie nicht Mitglieder der von Kongregationen sind, nach dem genauen Wortlaut nicht. Also jedenfalls schreibt er ja in dem Buch über Benedikt den 16., ich habe das eigentlich erst nicht geglaubt, aber es steht ja wirklich da, Benedikt der 16. habe immer Fanta getrunken und habe immer eine gute Verdauung gehabt. Und als ich den Vortrag hörte, dachte ich, okay, dieses Buch steht dann in der Tradition von Pius des 9., denn die Sorge um die päpstliche Verdauung wäre wahrscheinlich auch an diese Rat, an diese Rat der kirchenhistorischen Forschung. Ne? Bevor wir auf die Frage der Veränderbarkeit kommen, würde mich mal interessieren, welche Veränderung eigentlich mit dieser Unfehlbarkeit wirklich verbunden war. Wir haben vorhin über Achtsamkeit gesprochen. Ich würde jetzt ganz einfach fragen, was macht das jetzt mit dir, Papst, dass du auf einmal unfehlbar bist? Jenseits des Juristischen und des Theologischen. Was macht das mit dem Stellenprofil des Papstes? Also Stellvertreter gesucht, wäre die Überschrift. Also wir können ja das unterschiedlich machen. Reden wir über den Papst, würde ich nie tun, sondern ich rede immer über einzelne Päpste. Es gibt ein Amt und es gibt die einzelne Person. Ich glaube, dass bei der Verabschiedung dieses Dogmas die Persönlichkeit von Pius dem 9. eine ganz große Rolle spielt. Und dass er diese Unfehlbarkeit will. Jetzt kann man sie unterschiedlich interpretieren. Entweder, weil er seine weltliche Macht verliert, er ist nicht mehr der Herr von einem Viertel Italiens, weil die italienische Einigungsbewegung ihm seinen Staat wegnimmt, also Kompensation weltlicher Machtverlusterfahrungen durch Steigerung geistlicher Vollmacht. Das ist das eine. Das andere ist aber der Protest. Dagegen war ja ein Protest von einigen wenigen Intellektuellen. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen, der Katholiken, fand dieses Dogma richtig toll, weil sie diesen Papst toll fanden. Und wenn sie mal sich so einen Spaß machen und mal so Autobiografien lesen, eine Frau trifft den Papst, oh, che bello Papa, und dann fällt sie in Ohnmacht. Ein Heizer auf einem Schiff findet diesen Papst so großartig, dass er ihn umarmen muss. Aber der Heizer, wenn er ihn umarmt, mit dem weißen Gewand. Ja. Also
Ich will mal ein Stichwort nennen, ob wir darüber reden wollen, weiß ich nicht. Das ist für mich sowas wie charismatische Herrschaft. Also auch Personenkult dann. Ja, Personenkult, aber charismatische Herrschaft ist ja eigentlich fürs Papsttum was Neues. Weil klassisch wird man es ja, wenn wir es mit Weber machen würden, klassisch wird man ja sagen, Weber hat ja drei Gründe, aber klassisch wäre traditionelle Herrschaftsbegründung. Der ist der Nachfolger des Petrus, der braucht selber gar keine persönliche besonderen Qualifikationen. Deshalb sind ja diese Papstbilder, die alten, so, ich habe so ein Pluviale an, so ein Riesen, ein Männlein mit so einem kleinen Kopf, austauschbar, aber so ein Riesenmantel und dieser Mantel, das ist sozusagen die traditionelle Autorität. Jetzt kommt es aber drauf an, wer ist da drin? Was ist das für eine Gestalt? Und charismatische Herrschaft heißt ja nicht, dass der da oben ist, tatsächlich das alles kann, was die Unteren auf ihn projizieren. Der muss sich nur als Projektionsfläche eignen. Und die Gefolgschaft, es muss eben eine Gefolgschaft sein. Da muss eine gewisse Portion Freiwilligkeit drin sein. Das macht ja die charismatische Herrschaft aus. Ich muss das Gefühl haben, können wir auch wieder Achtsamkeits-Podcast draus machen. Ich muss das Gefühl haben, ich tue was für mich, wenn ich dem folge. Ne? Richtig. So. Und das ist ja das, was wir schwer vielleicht verstehen. Wenn wir uns diesen Bruch angucken, den wir als intellektuell und historisch präzise rekonstruieren können, aber für die Großteil der Leute war das... Sie haben eingangs diese Auseinandersetzung mit dem Dominikanermönch geschildert. Da sagt der Papst, ich sage es jetzt mal auf Französisch, dann erschließt es sich ja sofort, l'Église, c'est moi, die Kirche bin ich. Warum sagt der Papst nicht einfach nach außen, ich will das jetzt so? Warum macht er da so ein Demutstheater, organisiert einen Artikel, schiebt das dann irgendwie so hintenrum auf die Tagesordnung? Warum kann ein Papst nicht sagen, ich will das? Ich nenne das ja immer Demutsgigantismus. Ist es das? Es ist zumindest geschickt, es ist Taktik. Und es ist natürlich, wie stark oder wie schwach ist dieser Papst? Pius IX. Ist ein ganz schwacher Papst als Person. Der kann selber gar nichts. Der ist total abhängig von seinen Beratern. Das sehen wir ja, wenn wir uns die frühe Zeit angucken, 46 bis 48. Ein junger Papst, jung, relativ jung, wird gewählt. Ja? Liberale Leute sind in seinem Umfeld. Man glaubt, es beginnt eine liberale Epoche. Dann geht aber die italienische Einigung und die 48er Revolution drüber weg. Der Papst flieht nach Gaeta, Revolutionstrauma. Jetzt braucht er Leute, die ihn stärken. Der will geliebt werden, er will geliebt werden. Das heißt, die sagen ihm, was er machen muss. Das ist die einzige Regie, die 4, 5 Leute in seinem Umfeld machen und die den Vater lieben. Aber die Nachfolger von ihm, die sagen ja auch nicht, ich will das. Also Johannes Paul II. Hat ja auch nicht gesagt, ich will nicht, dass es Priesterinnen gibt, sondern er hat gesagt, ich bin gar nicht befugt, das zu entscheiden. Also zum Papstamt gehört ja bei aller Machtfülle, wenn ich ein Machtwort spreche, muss es im Ohnmachtsgestus sein. Ja, sicher. Warum? Ja, unser Herr hat ja auch keinen Platz, wohin er sein Haupt legen kann. Okay. Also wenn ich der Nachfolger des Christus sein will, dann muss ich wenigstens so tun, als ob ich es wäre. Kommt dieses Wort vom Stellvertreter Christi auch erst in der Zeit auf, mit der Unfehlbarkeit? Nein. Gibt es schon vorher? Die Vicarius Christi-Geschichte ist ganz stark im Mittelalter, vor allem bei Innozenz III. Wir haben vorher bei Gregor dem Siebten haben wir noch stärker die Betonung auf Petrus, also der Nachfolger des Petrus, der Nachfolger der Apostelfürsten. Und Innozenz III. Setzt dann ganz stark auf den Vikarius. Ich bin der Stellvertreter Christi. Also, was wir immer bei der Papstwahl, haben wir ja schon drüber geredet, das, was wir bei der Papstwahl ja nochmal in der Vollkommenheit inszeniert sehen. Ja? Verkünde euch eine große Freude. Habemus Papa. Jetzt mit schlichtem journalistischem Gemüse würde ich ja rückblickend sagen, man macht dieses ganze Brimborium, ja, die Beratung und Bischöfe sind dagegen und es gibt Diskussionen, es gibt auch Streit und setzt das Ganze dann nur einmal ein, 1950. Warum dann der ganze Zirkus? Weil es um eine Grundsatzfrage geht. Es geht um die Grundsatzfrage. Bisher konnten Glaubensentscheidungen nur von Konzilien gefällt werden. Das heißt, die Bischöfe der Welt versammeln sich. Der alte Satz von Vinzenz von Lerin, das
kann nur das definiert werden, was von allen überall geglaubt worden ist. Und jetzt konzentriert sich dieses kollegiale Lehramt, konzentriert sich auf den Papst allein, Exese non autem ex consensu ecclesiae. Nur, ja, so arg viele Materien zum Dogmatisieren gibt es dann am Ende nicht. Und der von Ihnen so geschätzte Johannes Paul II. Hat sich ja dann am Ende nicht getraut, sich auf die Kathedra zu setzen. Ich meine, wenn ich dann, jetzt nehme ich mal Ihre Argumentation auf, wenn ich dann sagen will, Frauen können nicht zu Priestern geweiht werden, dann wäre ich doch als Anhänger des Ersten Vatikanums, weil ich ja für Sicherheit bin. Ja? Also die Gläubigen müssten ja eine Sicherheit haben, das wollen wir doch. Das Erste Vatikanum ist in der Hinsicht sehr klar. Wenn eine Sache unfehlbar ist, dann muss ich den Leuten vorher sagen, jetzt setzt sich der Papst auf die Kathedra, jetzt nimmt er die Vollmacht des Vicarius Christi in Anspruch. Dann kommt ein Doppelpunkt. Und dann kommt in Anführungszeichen ein Satz, und das ist das Dogma. Das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat gesagt, die Kirche sei nicht in der Lage, weil unser Herr und so weiter. Und hinterher hat dann Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation uns erklärt, dass das eigentlich eine unfehlbare Aussage gewesen sei. Nach dem neuen Modell der Unfehlbarkeit, wonach sich der Papst gar nicht mehr auf die Kathedra sitzen muss, sondern sich zum Sprecher der auf der Welt verstreuten Bischöfe macht, die aber einstimmig das genauso bezeugen. Ja, da bin ich doch ein Anhänger des Ersten Vatikanums, ehrlich. Weil da hätte ich gewusst, wie ich dran bin. Jetzt musste mir Josef Ratzinger hinterher erklären, dass der Papst etwas gesagt hat, was, weiß ich nicht. Ja, im Rheinland wird man jetzt ja bei vielen dieser Stellen sagen, was soll der Quatsch? Ja? Sie zeigen ja ganz offenkundig, es gibt eine Kontinuitätsfiktion, es gibt eine erfundene Tradition. Das ist ja sehr schlüssig hergeleitet. Wen beeindruckt das jetzt bei denen, die Entscheidungen mit und ohne Kathedra treffen? Jetzt stellen Sie die Frage nach dem Sinn oder Unsinn von Wissenschaft. Nach der Wirkung von Wissenschaft. Ja, nach dem Sinn und Unsinn von Wissenschaft. Erstmal geht es darum, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Argumenten arbeiten. Dass wir Argumente, das ist der Sinn der Universität. Wir tragen Argumente zusammen, legen die Argumente hier hin, diskutieren dann auch mal kontrovers, weil wir unterschiedliche Positionen haben, aber hoffen doch, dass wir mit Vernunft und Argument erstmal unseren Job machen. Ich hoffe, dass ich das hier anständig gemacht habe jetzt bei diesen neuen Vorlesungen. Ja, sicher. Aber jetzt und jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, jetzt möchten Sie mir den schwarzen Peter rüberschieben, dass die Wirkungsgeschichte in unserer heiligen Mutterkirche nicht so oder Gesellschaft nicht so funktioniert, wo doch jeder, das ist so ein bisschen ihr, habe ich das Gefühl, oder? Also ich bin nicht derjenige, der in der Öffentlichkeit die Dinge kommuniziert. Ich will nur einen Satz sagen von Herrn Betzing, also dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, der angesprochen darauf, Hubert Wolf hat doch irgendwas ganz klar nachgewiesen. Daraufhin lacht, im Interview heißt, Betzing lacht und dann kommt, naja, er ist halt ein Wissenschaftler, aber ich bin ein Bischof. Gehen wir mal zurück auf den Vorgänger dieses Papstes, der ja nun auch Professor war, der ja nun auch Theologe war und als solcher ja auch in allen Nachrufen gerühmt worden ist. Der wusste das doch auch, was Sie jetzt erzählt haben, gehe ich mal von aus. Warum wirkt das nicht? Warum können sich dann immer noch Leute hinstellen und sagen, es war immer schon so, obwohl es erst im 19. Jahrhundert so war? Und damit auch durchkommen? Haben Sie keine Verantwortung für? Ja, bitte, also, wenn sich jemand Argumenten verweigert, verweigert er sich Argumenten. Wenn sich jemand Diskussionen verweigert, verweigert er sich Diskussionen. Ich meine, ich bin mit ihm einmal aneinander geraten bei dem Thema Kontinuität, wo er ja bestimmte Beschlüsse des Zweiten Vatikanums in eine Kontinuität gestellt hat. Er hat ja gesagt, diese Hermeneutik der Kontinuität müsse man ernst nehmen. Und dann hat er das gemacht im Hinblick auf die Religionsfreiheit. Da habe ich ihm gesagt, dass das nicht stimmt.
Weil Religionsfreiheit ein pesthafter Irrtum im 19. Jahrhundert war und weil wir es eben erst im, in der Konzilskonstitution haben. Und wie das eine Kontinuität sein soll, habe ich ihm gesagt, könnte ich nicht verstehen. Dann hat er mir gesagt, mir würde die spekulative Kraft fehlen. Und wenn einem Historiker spekulative Kraft fehlt und man eben nur so banale Quellen, Argumente, dann fällt mir die spekulative Kraft. Hat es denn mit dem zu tun, worüber Sie heute Abend gesprochen haben, also mit dieser Unfehlbarkeit und mit der Aura, die damit verbunden ist? Ist wer unfehlbar sein könnte, wenn er denn ex cathedra sprechen würde? Nein, er meinte ja einfach, er sei ein systematischer Theologe. Und systematische Theologen haben natürlich eine ganz andere methodische Möglichkeit, Argumentationen aufzubauen als Historiker. Historiker sind für viele Systematiker, auch für Josef Ratzinger, Hilfswissenschaftler. Die Rolle nehme ich dankbar an und demütig. Aber Sie machen das ja doch mit einer für uns alle erkennbaren Werf, weil Sie glauben, dass diese Erkenntnisse im aktuellen Diskurs oder wie man das nennen will, was da stattfindet, etwas bringen könnten, und zwar in Richtung Veränderung. Dass man eben sagen kann, ist ja eigentlich immer ein beruhigendes Argument, sowas gab es schon mal und hat nicht in den Höllenschlund geführt. Also schaut mal in die Geschichte und verwendet das als Argument, um heute etwas zu verändern. Ja. Also Sie wollen ja doch was verändern, auch wenn Sie immer so sagen, das würde ich Ihnen einreden, aber ich glaube, Sie wollen das doch. Also ich darf mich nicht überschätzen und will das auch gar nicht. Aber Sie legen natürlich den Finger an einen ganz entscheidenden Punkt. Ich bin eigentlich ein Optimist. Und ich glaube nach wie vor an die Macht des Arguments. Und ich bin deshalb Professor geworden und bin es immer noch gern, weil ich glaube, dass man über den Glauben und die Dinge, die damit zusammenhängen, kritisch reflektieren können muss und sprachfähig werden. Und ich bin wahnsinnig enttäuscht, dass Argumente nicht gehört werden in unserer Kirche. Ich bin wahnsinnig enttäuscht darüber, dass ich mir dann sagen lassen muss, ja, weil du vielleicht eine positive Kirche verkörperst, eine Kirche, in der es Argumente gibt, eine Kirche, die der Welt zugewandt ist, bist du ein Systemstabilisierer. Das ist etwas, was mich tatsächlich umtreibt, weil mir natürlich viele Leute schreiben, danke für die Argumente, die sie mir liefern in ihrem Buch Krypta oder in dem Buch Der Unfehlbare, das macht es für mich irgendwie lebbarer. Also es ist eine Frage, die mich wirklich sehr umtreibt, weil der Wissenschaftler in mir sagt, Argument, die Macht des Arguments, nicht nachlassen. Und der gläubige Mensch in mir sagt, funktioniert das? Komme ich mit den Argumenten noch hin oder ist nicht gerade in der Kirche gar keine Diskussionskultur mehr vorhanden? Werden gar keine Argumente mehr ausgetauscht? Um jetzt mal die spekulative Kraft zu bemühen. Also gesetzt jetzt den Fall, jemand wollte Argumente hören, wollte das vor der Vernunft rechtfertigen. Was wäre denn der Schritt? Wer müsste jetzt was tun? Ist der Adressat von Argumenten der Bischof erstmal, der dann in einer Bischofssynode abstimmt? Bei der jetzt ja auch Laien abstimmen dürfen, wie wir gerade gehört Frauen haben. Sogar. Ja, Frauen sogar. Ich war ganz entsetzt. Ja. Ja. Okay. Brauchen Sie Trost, oder? Also Fanta brauche ich wahrscheinlich. Also erstmals ist doch, glaube ich, wichtig, dass wenn die Kirche und die Gläubigen, erstmal sind die Gläubigen dran, gläubige Menschen, dass die über Argumente verfügen, dass sie nicht nur irgendein Unbehagen äußern können, sondern dass sie mit Argumenten ausgestattet sind, belastbaren Argumenten. Das ist der erste Schritt.
Und damit muss der zweite Schritt natürlich kommen. Also die Theologie muss eigentlich ihre Aufgabe, das ist eigentlich so das, wofür ich kämpfe. Wir haben uns das Lehramt von den Hirten nehmen lassen. Und wir müssen das Lehramt in der Kirche wieder zurückholen. Denn das Lehramt liegt bei uns und nicht bei den Hirten. Denn die Hirten können nur bezeugen, aber nichts Neues machen. Ja, aber wie? Wenn uns das gelänge. Aber wie denn? Ja, wie denn? Wie denn? In einer Entscheidungsstruktur, die so absolutistisch jetzt ist, muss ich wieder, jetzt muss ich wieder wiederholen, was ich letzte Woche hier schon gesagt habe. Bei der Amazonas-Synode, konservative Bischöfe aus Brasilien, so richtige konservative Knochen, die holen sich Hubert Wolf und lassen sich von ihm 2 Tage lang erläutern, dass es in unserer Tradition neben zölibatär lebenden Priestern verheiratete Priester gegeben hat und gibt. Und ja, diese und Leute hören das Argument. Trotzdem, diese Leute hören. Ja, bitte. Also mit dem Papst können Sie vielleicht sprechen. Mir reichen erstmal. Das ist für mich ein Hoffnungszeichen, dass ich 20, 30 brasilianische Bischöfe und Kardinäle Argumenten beugen und sagen, ja, wir stimmen mit dieser großen Mehrheit für die Zulassung verheirateter Priester, weil sich das mit unserer Tradition deckt. Kann es was Besseres geben? Das wünsche ich mir, dass es Räume gibt, in denen Argumente vorgelegt werden dürfen. Jetzt können Sie natürlich sagen, wann waren Sie beim letzten Mal bei der Vollversammlung der deutschen Bischöfe, also ich, eingeladen? Antwort, nie. Seit einer Frage werde ich jetzt auch nicht mehr so gern eingeladen. Ne? Seit ich nach der Verantwortung und dem Rücktritt gefragt habe, ist es auch nicht mehr so wild bei mir. Aber ist ein anderes Thema. Aber da brauchen Sie ja eine ganz schön lange Lebenszeit, wenn Sie das Thema für Thema machen wollen. Und ich fürchte ja oder denke ja oder könnte es wahrscheinlich auch empirisch nachweisen, dass das Thema Frau noch viel schwieriger ist als das Thema verheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Also wie lange soll das dauern mit diesem Weg dieser 2 Tage Intensivtextstudium? Also beim ich Thema glaube, bei Frauen brauchen also jetzt 2 Jahre. Beim Thema Frauen, das sind 3 Themen. Das erste Thema ist das Thema Diakonat. Darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren, das ist historisch ganz eindeutig. Wir haben Diakoninnen gehabt, ich sage lieber weibliche Diakone, die teilweise sogar nach dem gleichen Weiheschema wie Männer geweiht worden sind. Man kann jederzeit Frauen zu Diakonen weihen. Punkt. Zweitens, wir müssen über die Frage der Priesterweihe von Frauen neu nachdenken. Und da haben wir durch Pius XII. Und durch Sacramentum Ordinis eine Möglichkeit, ganz formal, weil ich nämlich jetzt sagen kann, okay, wenn uns der Papst selber sagt, wir können... Jetzt, ich wusste es, dass das Gewitter kommt, wenn wir über die Frauenweihe sprechen. Interpretieren Sie das jetzt als Zustimmung zu meinen Äußerungen? Ich überlegte jetzt gerade, ist es der Berg Sinai oder ist es der Karfreitag? Ja. Also nehmen wir Sinai, oder? Ich nehme jetzt mal Sinai und gebe Ihnen den Karfreitag dann. Ja. Ja, also Diakonat war Zustimmung. Bei der Priesterweihe von Frauen können wir, glaube ich, mit Sacramentum Ordinis eine Argumentationsfigur in die Hand kriegen, die heißt, man kann ein Element eines Sakraments ändern, nämlich das äußere Zeichen. Dann kann man auch den Empfänger eines Sakraments ändern. Und jedermann weiß doch, dass die Kirche Entscheidungen, die sie getroffen hat, selbst in diesen Fragen, das wäre doch mal ein Ansatzpunkt, wo man jetzt rein formal mal wieder in die Diskussion reinkommen könnte. Das wäre für mich ein Punkt, den ich mal so hinlegen würde. Und ich meine, ehrlich gesagt, wenn Sie haben ja gleich nach den Bischöfen gefragt, ja, also ich verstehe ja, dass Sie so ein bisschen bischofszentriert sind, aber wenn die Bischöfe nicht irgendwo kapieren, wie die Situation unserer Kirche ist im Moment, dann brauchen sie nichts mehr kapieren, weil es dann diese Kirche nicht mehr gibt. Der Exodus ist unendlich groß. Also das Angebot der Theologinnen steht doch, gern ein Seminar mit den Bischöfen in unterschiedlichen Fragen zu machen. So, Diskussion war eben ein gutes Stichwort. Jetzt sind Sie gefragt.